Nun wollen wir uns nochmal Matplotlib anschauen, beziehungsweise Plotting insgesamt und was man da noch mehr machen kann. Dazu importiere ich erstmal wieder die Matplotlib Library als PLT, wie immer, und führe das erstmal aus. Jetzt haben wir ja kennengelernt, dass wir einfach was plotten können, indem wir schreiben PLT, zum Beispiel Scatter, und dann kommt hier rein eine Liste vielleicht. Eine Liste von Zahlen 1, 2, 3 auf der x-Achse und 3, 4, 5 auf der y-Achse. Und dann haben wir hier den Plot. Was man jetzt häufig sieht, ist, dass man nicht Plot benutzt, sondern da steht so was wie Fig, dann Komma, da steht AX für Axis und dann ist gleich ein Sub, jetzt kommt das PLT für Plot und dann Subplots. Mit einer Klammer hier hinten. Und dann steht hier unten nicht mehr plt-scatter, sondern ax.scatter. Und dann steht hier wieder zum Beispiel 1, 2, 3 und hier wieder 4, 5, 6. Und dann führe ich das aus und dann kommt das Gleiche raus. Warum gibt es jetzt diesen Unterschied hier? Dieses Figure hier, dieses Fig, das ist ein Objekt. Und das hier ist auch so eine Art Objekt. Und dieses hier steckt jetzt nachher in dieser gesamten Figur drin. Macht irgendwie wenig Sinn, wird gleich besser. Und dieses AX bedeutet jetzt eine Achse in einem Plot. Und jetzt gibt es hier noch Subplots. Und das bedeutet, es können auch mehrere Plots sein. Und damit wird das Ganze gleich ein bisschen verständlicher. Und das möchte ich jetzt auch mal gleich machen. Und zwar sage ich, ich will eine Reihe mit zwei Plots nebeneinander. Und dann kann ich das hier machen. Und jetzt gibt es erstmal einen Fehler, den ignorieren wir kurz. Aber jetzt habe ich hier zwei Plots nebeneinander. Eigentlich ziemlich praktisch, weil das braucht man noch häufiger mal. Fehler kommt jetzt daher, weil ich brauche hier vorne auch zwei Achsen. Also das sind die Achsen von den beiden Plots hier praktisch. Also die Achsen werden hier als dann, wäre dann Plot 1 und die Achsen werden dann Plot 2. Deshalb schreibe ich hin, mal hier mal, brauche jetzt eine Klammer. Axis 1 und Axis 2. Und dann muss ich das hier unten auch eine 1 hinschreiben. Und dann funktioniert das und man hat hier Daten im ersten Plot. Für den zweiten sind keine Daten definiert. Machen wir jetzt aber mal kurz. Dann schreibe ich hier einfach eine 2 hin. Und jetzt wird das Ganze klar. Jetzt habe ich hier Daten und hier Daten. Und wenn ich das jetzt ein bisschen interessanter gestalten wollte, könnte ich hier noch Pandas importieren und dann noch zwei Files einladen, zum Beispiel PD und dann kommt hier Read CSV und dann habe ich die jetzt in Data und GeoRock Data und dort zum Beispiel Basta Craton.csv. Ganze in Anführungsstrichen. Das sollte eigentlich was kommen. Ja, wunderbar. Und das nenne ich jetzt mal DF1, DataFrame 1 und dann kopiere ich das und mache das nochmal 2 und mache hier Panda Arc rein. Und dann habe ich diese beiden und dann kann ich hier, damit es ein bisschen interessanter ist, hinschreiben DF und dann schreibe ich hier nur mal hin Element 1 oder X Element. Und hier y element und dann definiere ich die. So, x-Element soll es mal sein Silizium und y-Element soll sein Magnesium. Dann muss hier natürlich stehen df1 und hier auch df1 und dann funktioniert das. Und dann kann ich das Ganze hier nochmal runter kopieren. Nicht vergessen, hier vorne die Achse zu ändern auf 2 und hier auch überall 2. Dann habe ich automatisch von diesen beiden Datenfiles die Daten hier dargestellt. Jetzt möchte ich diese beiden Plots hier nochmal ein bisschen schöner machen. Als erstes mal stört mich so ein bisschen, dass hier
die Zahlen überlappen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Ich mache das jetzt mal, indem ich sage, die sollen beide die gleiche y-Achse haben, weil die sollen auch beide gleich skaliert sein. Und jetzt wird es nämlich so langsam schick. Deshalb gehe ich hin, schreibe hin, share y, also die y-Achse soll geteilt werden, true, führe ich das aus. Und jetzt gehen die beide von 0 bis, in dem Fall 30.000. Das heißt, ich kann es auch sehr viel besser vergleichen. Ich habe ja auch nicht mehr diesen Überlapp-Problem. Und ich kann jetzt auch mal kurz das Ganze mit einem Faktor multiplizieren, damit das Ganze vielleicht nicht immer so blöd aussieht, weil es ja ein PPM angegeben ist. Mache ich das hier einmal kurz und multipliziere das mal alles damit, damit es ein bisschen besser aussieht. So. Und natürlich kann ich, ich glaube, es hat zu viel gemacht. So, und das besser. Und jetzt kann ich auch an die Achsen die, zum Beispiel die Elemente hinschreiben. Das heißt jetzt ein bisschen anders und dann muss ich es hinmachen für Axis 1. Und dann mache ich hier set ein Y-Label und das soll sein Y-Element. Und für Axis 1 mache ich auch ein X-Label und das soll sein X-Element. So, dann habe ich hier Magnesium, Silizium und an die 2, also an Axis 2 mache ich kein Y-Label, sondern nur ein X-Label und das soll sein XEL. Ja, dann habe ich hier unten Magnesium, Silizium und hier ist auch Silizium und hier ist ja auch Magnesium. Jetzt gibt es, jetzt möchte ich mal insgesamt diesen Plot mal ein klein bisschen besser gestalten. Zum Beispiel hätte ich gerne, was sehr praktisch ist, dass die Ticks hier auf beiden Seiten sind und nicht nur auf einer Seite. Das hat den Vorteil, dass wenn jemand anders hier vielleicht mal was nachgucken will, zum Beispiel wo dieser Punkt hier ist, dann und hier eine Linie reinzeichnen möchte, dann ist es geschickt, wenn die Ticks auf beiden Seiten sind. Und dafür gibt es dann den Befehl, der heißt zum Beispiel AX1, muss ich jetzt sagen, das ist dann für das erste Diagramm, und dann X-Axis und dann set ticks position und dann hier both. Dann führe ich das aus und jetzt gibt es oben Ticks und unten Ticks. Und dann hätte ich noch gerne Ticks dazwischen, also so minor Ticks. Und dann schreibe ich hin, AX1 minor Ticks on. Das war es auch schon, wenn ich es richtig schreibe. Und dann gibt es auch minor Ticks. Und dann finde ich es eigentlich immer sehr schick, wenn die nach... Und dann will ich hier auf der Y-Achse auch, dass es nach innen reingeht. Und deshalb kopiere ich das und schreibe hier Y-Axis, set ticks, position both und das habe ich so offensichtlich gelöscht versehentlich. Ich wollte mal das hier ein bisschen größer machen. So, und dann ist es auf beiden Seiten. Und wenn ich das jetzt für das zweite Diagramm auch will, dann kann ich das beispielsweise so machen. Und dann habe ich das auch, hier ist es AX2, X-Axis und das hier, die Minor Ticks, wenn ich die auch noch haben will, habe ich auch noch Minor Ticks. Und dann, zum Beispiel finde ich es schicker, wenn es nach innen geht und dafür gibt es dann beispielsweise den Befehl, wo man noch granularer die Ticks hier kontrollieren kann. Das geht über Tick Params für Parameters. Und dann gebe ich zum Beispiel an which. Also jetzt möchte ich, dass die Major Ticks eine Länge haben, eine Length von, sagen wir mal, 7. Und eine Width, also die Breite, sind von 1. Und die sollen nach innen zeigen. Ups. Und die Direction soll sein nach innen. Gucke ich mal an. Zuerst schauen hier die Major Ticks nach innen. Ich habe die auch ein bisschen länger gemacht. Ich finde das nicht schlecht, wenn die ein klein bisschen länger sind. Und das gleiche kann ich jetzt auch noch machen für die Minor Ticks. Dann mache ich natürlich eine andere Länge, sagen wir mal
4. Die Breite ist okay, Direction in. So, und dann habe ich das nach innen. Das finde ich eigentlich persönlich einen sehr schönen Plot, sehr übersichtlich. Ich lasse den jetzt einfach mal so, einfach um zu zeigen, dass man es auch unterschiedlich machen kann. Jetzt könnte man aber auch hingehen, könnte sagen, ja, man hätte vielleicht auch ganz gerne, dass diese Plots wirklich direkt aneinander hängen. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Und beziehungsweise ich mache noch kurz was anderes. Ich komme dann gleich darauf zurück. Jetzt möchte ich vielleicht nicht nur zwei Plots haben, sondern vier Plots. Also 1, 2 und dann hier unten geht es weiter 3, 4. Also ich kann auch 3 nebeneinander machen, dann schreibe ich hier hin zum Beispiel nicht 3, sondern was das heißt ist, ich habe eine Zeile und dort zwei Plots. Also bei 3 müsste ich hier hin machen eine 3 und dann hätte ich 3 nebeneinander. Es gibt hier ein paar Fehlermeldungen, weil ich hier noch keine dritte Achse definiert habe, aber keinen dritten Plot. Aber so kriegt man 3 nebeneinander. Wenn man jetzt zwei untereinander haben möchte, muss man 2 Zeilen machen und dann jeweils 2 nebeneinander. Und dann hier vorne, jetzt hat man insgesamt 4, macht man Achs 3, Achs 4, das gibt jetzt eine Fehlermeldung, weil was erwartet wird, sind 2 Zeilen und 2 Spalten. Und das so muss ich es auch machen. Das heißt, ich habe hier, das ist wie bei einer verschachtelten Liste, habe ich jetzt hier die erste Zeile praktisch und das hier ist die zweite Zeile. Also in der ersten Zeile, erster Plot, zweiter Plot, dann kommt die nächste Zeile. Das wäre dann die erste Spalte, dritter Plot und vierter Plot. Führe das aus und dann funktioniert es auch wunderbar. Hier unten ist jetzt noch nichts dargestellt, deshalb kommt hier noch nichts. Dann könnte ich jetzt hingehen und könnte hier für 3, Axis 3 und dann DF3 und hier DF3 und dann hier West African Craton gibt es glaube ich noch. West African Craton, hoffen mal, dass es stimmt. Okay, weiß ich jetzt gerade. Beziehungsweise ich könnte eigentlich nachschauen. Import US. Und dann mal gucken, US List Deal, ich muss in Data rein, Tanzania Craton Archean heißt einer, Tanz und West African Craton, das kann ich eigentlich glaube ich kopieren. Ich war in GeoRock auch. Also GeoRock Data. Da muss ich gucken. Und dann nehme ich mal irgendwie diesen hier. Hier rein für 3. Und dann noch für 4. Das soll 4 sein, das soll 3 sein. Nehme ich noch Bike. Nee, das ist kein CSV. Nicht mal das da. Oder Hüblingen, das hört sich irgendwie gut an. So, jetzt habe ich diese 4 und dann sollten jetzt auch diese 4 hier dargestellt werden. Offensichtlich gibt es für einen keine Magnesium-Silizium-Daten. Dann nehmen wir mal die McDonald Islands. Dort haben die ja Magnesium neben allen Rindern dort. Okay, keine Ahnung. Achso. Ich muss natürlich hier auch einen vierten dazu nehmen, sonst wird das nichts. So, jetzt gibt's was. Und das ist wunderbar. Vielleicht möchte ich jetzt auch noch, jetzt habe ich hier unten das Silizium, das will ich natürlich nicht. Das Silizium soll jetzt an den dritten Plot unten rankommen. Das heißt, das Silizium habe ich hier. Das war bei 1, das soll jetzt 3 werden. Aber an 1 soll immer noch, ich mache es mal hier der Reihenfolge nach, damit man nicht durcheinander kommt. An 1 soll immer noch ein Y-Label sein. Das lasse ich dran. Und an 3 soll es X und Y geben. So, dann habe ich hier Magnesium, Magnesium und hier Silizium. Natürlich könnte ich hingehen, wenn ich hier will, und könnte hier noch dieses X-Label, ja, und könnte hier noch ein zum Beispiel Weight Percent hinzufügen, damit
das Ganze ein bisschen ordentlicher aussieht. Mal schnell machen. So. Da habe ich jetzt Magnesium gegen Silizium. Jetzt will ich vielleicht bei 4 auch noch Silizium hin haben, also auf der X-Achse was. Eigentlich wäre das die 2, das brauche ich eigentlich gar nicht. Also so sollte es dann schon funktionieren. Ja, jetzt habe ich Magnesium gegen Silizium und ich kann dann hier oben auch Aluminium reinschreiben und bekomme dann hierfür diese 4 verschiedenen Aluminium auf der X-Achse. Wunderbar. Und jetzt habe ich hier auf der Y-Achse habe ich jetzt, die wird geteilt, die ist shared, die X-Achse nicht. Das kann ich jetzt auch noch machen, damit es überall gleich ist. Dann schreibe ich hier noch hin, share X ist gleich true. Und jetzt sind überall die Skalierungen auf der X-Achse gleich. Dann kann man das sehr gut vergleichen. Jetzt möchte ich vielleicht nur diese Lücken hier wegbekommen. Dazu gibt es dann auch noch einen Befehl. Und der heißt dann fig subplots adjust. Und dann gibt es einen Horizontal Space, der nennt sich H Space. Und der muss dann entsprechend 0 sein. Und dann gibt es noch ein Width ist das. Das wäre, manchmal heißt auch W Space für die Width. Da ist die Weite, die soll auch 0 sein. Und dann mache ich das, dann sind die alle wunderbar zusammen. Dann habe ich einen fantastischen Plot. Und dann als letztes, wie gesagt, also diese ganzen Sachen hier, das sucht man sich raus in dem Moment, wo man es braucht. Da geht man auf die Webseite von Matplotlib, die Hilfeseite, und guckt einfach, was man hier benötigt und findet das dann auch entsprechend. Ich kann das ja mal kurz machen. Dazu gehe ich mal auf eine Suchseite und gebe hier ein Matplotlib, zum Beispiel Subplot. Und dann nehme ich einfach den ersten, der hier kommt. Und gehe hier vielleicht mal auf Documentation. Tutorials ist gut. Und dann gibt es hier verschiedene Tutorials oder beziehungsweise hier unten kann man schauen, wie so verschiedene Sachen aussehen. Ja, also Layout Guide, kann auch, wie man Text orientiert. Das ist für uns vielleicht auch manchmal ganz wichtig, dass wir Text auch draufbringen. Also geht man hier drauf. Dann gibt es hier Beispiele dafür, wie sowas aussieht. Und dann kann man hier einfach das Ganze kopieren und dann hat man das kopiert, kopiert es in Python rein. Also beispielsweise hier rein, führt es aus und dann kriegt man genau das. Und dann kann man sich das rauskopieren, was man braucht. So geht man dann hier vor. Okay, ich mache das hier nochmal weg und habe eine letzte Sache hierbei, nämlich diese 4 Plots hier, die stecken jetzt alle in diesem Fig drin, in dieser Figure. Weil das Ganze hier, das hier sind jeweils diese einzelnen Axes, aber das Ganze hier ist die Figure. Und diese Figure kann ich jetzt exportieren, indem ich mache fig, save fig und dann zum Beispiel test.pdf, führe ich das aus und dann geht man in sein Verzeichnis rein, dann findet man, dass dort diese Abbildung ist mit dieser Figure, die man dann weiterverwenden kann. Und das war etwas mehr zu etwas ausgedehnterem Plotten.